Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir sind immer noch hier auf unserem schönen großen langen Schiff und machen uns jetzt einmal hier runter. In der Hoffnung, dass nicht direkt... verdammt. Jetzt fiel es mir auf. Wir haben viel zu wenig Pfeile dabei. Aber ist nicht schlimm. Wir machen jetzt erstmal fix hier runter. Das Boot sieht richtig, richtig schnell aus. Das sieht echt geil aus. Schaut mal, voll Rückenwind. Bam. Ich glaube, wir sind damit echt flink unterwegs. So, nee, wir müssen viel weiter rechts. Schnell, schnell, schnell. So, einmal hier rüber aus Festland. In den Sumpf. Dann bauen wir uns schnell das Portal. Machen nochmal in die Basis zurück, dass wir uns noch ein paar Pfeile herstellen. Weil so mit den paar Pfeilen... Das Boot ist echt geil, ne? Das ist echt flink. Reagiert auch schnell. Fällt mir. So, dann machen wir jetzt mal fix. Schaut mal, wie schnell man das auch wenden kann. Ja, da haben wir uns was Ordentliches gebaut. Geil. Weiß gar nicht, ob es noch ein größeres Schiff gibt. Irgendwann mal so aus Schwarzmetallnägeln oder so. Keine Ahnung. So, stehen bleiben. Nicht. Oh. Okay, müssen wir dann irgendwann mal noch reparieren. So, ihr kriegt eine rein. 88 Schaden. 171. Ich hab Giftwiderstand dabei. Nein! Wir haben kaum noch Ausdauer. Was ist hier los? Auch keine Bärenmarmelade. Ich bin wieder so mega gut vorbereitet. Losgegangen, um eine Seeschlange zu bekämpfen. Läuft bei mir. Wie immer. Wir müssen den halt genau erwischen, bevor der das macht. Bam. Zack, dann haben wir es. Also, wir bauen als erstes mal eine Werkbank. Wo hier eigentlich auch noch, guck mal, wir hatten hier Boot markiert, aber hier ist gar nichts. Das ist okay. So, wir bauen eine Werkbank. Wenn es uns ermöglicht wird. Wir reparieren das Boot. Und wir bauen natürlich ein Portal. Was Seeschlange heißt. Oder nur Schlange? Ich glaube nur Schlange. Bist du verbunden? Jetzt ist verbunden. Perfekt. Wir machen nochmal zurück in die Basis. Machen noch schnell ein paar Pfeile. Ich hatte es ja gerade schon gesagt. Gucken mal, was so maximal möglich ist. Ob wir noch Obsidian haben oder Eisenpfeile werden es nicht. Weiß nicht, wenn wir uns jetzt Feuerpfeile herstellen und die mit dem Twogger Reißzahn verschießen. Sind die Gegner dann brennend und vergiftet? Oder geht nicht zwei was auf einmal? Wir gucken mal, aber ich glaube, Obsidian haben wir nicht mehr wirklich, ne? Nee, sieht nicht so aus. Naja, dann werden es die guten alten Feuersteinpfeile. Davon haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Was hatten wir jetzt hier drüben noch? Das ist auch Feuersteinpfeil, okay. Ey, ich freue mich drauf. Wir werden heute die erste Seeschlange erlegen, hoffentlich. Was ist denn eigentlich? Die sind Stufe 2... Weil die Werkbank auf Stufe 4 ist, oder? Ach, den Voicefell-Umhang können wir hier drüben upgraden. Wo es auch Silber braucht. Komisch, aber okay. Haben wir ja auch schließlich eine Werkbank hergestellt. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Stufen der Pfeile irgendwie besser sind, wenn die Werkbank höher ist. Ich sehe das gerade zum ersten Mal, dass die Pfeile eine Stufe haben. Aber passt schon. So, jetzt haben wir genügend Pfeile. Hoch. Dann den Feuerstein wieder rein. Wir haben noch ein bisschen Schlamm und ein bisschen Holz. Einmal das. Und... Ach, jetzt war ich aber auch schön doof. Bam. Und zack. So. Ich weiß nicht, was haben wir denn an Tränken? Dass wir uns notfalls... Ja, eigentlich nur geringer Ausdauer mäht. Können uns da mal noch... Ist das derselbe? Ja. Bisschen was mitnehmen. Ausgeruht-Skill... Irgendwie nicht, weil kein Holz. Gemütlich 9. Passt. So, wir holen uns nochmal Ausgeruht-Skill. Knochenwanst ist auch noch da. Ach, wir brauchen noch Bärenmarmelade. Und dann fix zurück. Über die Insel watscheln. Gucken, dass wir die Seeschlange irgendwo kriegen. Wir müssen das Boot ja eigentlich
entweder kaputt machen. Oder doch rüberschwimmen. Oh Gott, wir haben ja kaum noch was. Brauchen auf jeden Fall noch Suppe. Und wir brauchen auch noch, noch zwei Würste bloß noch. Okay, wir müssen langsam mal wieder was herstellen. Ach, ich mag das Bäumlein. So, Schlange, wo bist du? Hier ist Basis, hier ist Schlange, perfekt. Ja, die Sache ist, wir können das Boot ja nicht einfach so abbauen. Das heißt, wir müssen es zerstören. Ich weiß aber nicht, wie viel das Langschiff jetzt aushält, wie oft wir da drauf rumklopfen müssen. Und es kostet uns ja, beziehungsweise es braucht ja wieder extrem viel Gewicht. Jetzt ist die Frage, kriegen wir die Seeschlange irgendwo hier vorne schon angelockt? Denke aber mal fast nicht. Ich glaube, wir müssen schon... Ach, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hinten hin. Weil einerseits liegt da noch Zeug von uns. Auch wenn es jetzt nicht das Hochwertigste war, würde ich es trotzdem nicht unbedingt aufgeben wollen. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass die Seeschlange dort geblieben ist. Was haben wir denn da drüben? Eine Krypte im Wasser? Was leuchtet da so grün? Können wir damit irgendwas anfangen? Find's halt interessant. Ich würde es mir gerne mal anschauen. Ah, Trogger. Unterwasser-Trogger. Und Schlundis. Mensch, das ist ja mega. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war richtig doof von mir, hier reinzugehen. Man hat vor allem keinen einzigen gesehen, ne? Irgendwas ist da unten, würde ich behaupten. Gerade wenn es so gut bewacht ist. Kommt, Schlundis. Bam. Wo ist denn der nächste? Ist das einfach ein Spawner? Ist das ein Spawner unter Wasser? Das ist einfach nur eine Fackel. Nö, ist nix. Okay. Ah, jetzt nicht ertrinken, bitte. Wow, das war knapp. Wir haben ja kaum noch Leben. Wo ist denn unser Leben hin? Also wieder ein bisschen aufpassen. Wenn wir jetzt wieder sterben, das wäre absolut nicht cool. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Rübensamen. Drei Stück haben wir ja schon angepflanzt. Vielleicht können wir es diese Folge schon ernten. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Kann ja sein. Ah, da haben wir... Hey, Wahnsinn, auf einmal kommen die überall. Habe ich die sonst echt so viel übersehen? Wieder drei Stück. Muss ich jetzt mal ein bisschen mehr Ausschau nachhalten? Muss ich mehr nach Ausschau halten? Naja, ihr wisst, was ich meine. Holz und Federn. Ach du Scheiße. Ah, so ein Zorngeist. Okay. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Würden mir auch mal vorknüpfen, wenn er denn rauskommt. Ich hoffe mal, dass der nicht mega stark ist. Und jetzt kommt er. Hä? Der hat auf jeden Fall getroffen. Ich habe halt echt keine Ahnung, was der für Schaden macht. Bisher hatten wir... Ah gut, okay, das geht ja. Bisher hatten wir tatsächlich irgendwie immer nur in Stresssituationen auf einmal so einen Zorngeist an der Backe. Eigentlich meistens nur, wenn wir weggerannt sind, glaube ich. Wie soll man denn hier hochkommen, wenn man kein Geist ist? Ist da oben irgendwas? Kann ich das von hier sehen? Ich glaube, da ist nichts. Sollte gehen. Brauchen wir jetzt nicht extra noch eine Leiter bauen. Drüben sind wieder die Surtlinge. Bam. Ist einfach schön, wie easy die geworden sind. So, wir hauen jetzt hier erstmal kurz den Spawner weg. Ah, da war ich zu spät und auch keine Ausdauer. Beides nicht gut. Ah, dann sammeln wir jetzt zumindest gleich mal ein paar Innereien und so, wenn wir jetzt eh bald wieder Würste machen. Wir haben zwar eine ganze Menge Innereien, aber trotzdem. Genug hat man nie. Ja, wir holen uns jetzt erstmal das Zeug hier vorne und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo die Seeschlange vielleicht in der Ferne sehen. Ich sag mir, wir waren nicht so extrem weit entfernt davon. Ach Mist.
Da kommen wir gar nicht rüber geschwommen. Ich dachte, das ist durchgängig bis dahin. Aber die Insel war ja richtig weit draußen. Wollt jetzt halt nicht gleich mit dem Boot losstatten und dann wieder in Bedrängnis geraten, weil die Seeschlange reinbeißt. Ihr wisst schon. Ist noch eine Krypta. Aber wir kommen, glaube ich, nicht rüber. Ne, das ist zu weit zum Schwimmen. Also, Kommando zurück. Wir müssen doch mit dem Boot, aber wir können wahrscheinlich mit dem Boot erstmal hier lang und dann darüber. Das sollte schon hinhauen. Die Überlegung, nehmen wir gleich das Portal mit? Oder lassen wir es erstmal vorsichtshalber da vorne stehen, falls wir doch sterben? Ich weiß es nicht genau. Wenn wir es jetzt mitnehmen und dummerweise sterben sollten, dann müssen wir halt den kompletten Weg wieder hier hin, ne? Das ist halt... Da sind gleich mal wieder zwei Folgen weg. Sagen wir es mal so. Also würde ich fast sagen, wir lassen das Portal stehen. Wir müssen dann halt das kleine Stück hier nochmal laufen oder mit dem Boot fahren. Aber das ist doch die sichere Variante. Wenn wir dann zu Hause sind, müssen wir unbedingt Würstesuppe. Na, Suppe ging noch, aber Würste und Bärenmarmelade. Die zwei Sachen müssen wir herstellen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt buddeln, weil das letzte Mal kam da nur ein oder zwei Eisen raus. Und es hat doch schon ein bisschen Zeit benötigt. Machen wir später irgendwann mal wieder. Aber ich bin gerade einfach so drauf aus, endlich diese doofe Seeschlange zu erlegen. Die andere da vorne natürlich auch noch. Ich möchte es halt nur echt gerne erstmal vom Festland probieren. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Dass ich jetzt nicht direkt vom Boot aus... Ach, das war doof, das war doof. Haben wir noch Gift? Wir haben noch Giftwiderstand. Ja, ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Ich möchte es jetzt nicht direkt vom Boot aus probieren, sondern idealerweise ans Festland locken und von dort mit Pfeilen drauf schießen. Einfach auch, um mal zu gucken, wie viele Pfeile brauchen wir. Und so weiter und so fort. Schade, dass im Gebirge nicht so viel wächst. Ist natürlich auch klar, es ist kalt da oben. Aber im Gebirge würde ich viel lieber Disteln sammeln gehen als hier. Au. Hier einfach mittlerweile fast alles nur noch One-Hit ist. Das macht echt Laune. So, jetzt wird es natürlich wieder Nacht. Das ist gut, dann kommen die Seeschlangen raus. Gefühlt zumindest. Ich denke mal, die werden auch tagsüber da sein, aber wir haben hier einen Hocker drauf. Ist natürlich auch cool, wenn wir jemanden mitnehmen wollen. So, wir packen den ganzen Spaß mal hier rein. Ruder war hier vorne, ne? Müssen wir erstmal zurückrudern. Ein kleines Stückchen eindrehen. Und dann wieder nach vorne und nach rechts. Oh Gott, dauert das Ewigkeiten. Och nö. Ey, vor allem auch 45, ne? Ist ähnlich wie die Seeschlange. Vergiss es. Mist, und jetzt geht... Nein! Nein! Reparieren, reparieren. Fuck! Nein, es buggt. Oh Gott, es ist stehen geblieben. Ich dachte schon, das Boot haut uns jetzt ab. Oh Gott. Oh, da ging der Herzschlag gerade mal hoch. Das sah halt gerade echt so aus. Obwohl es ja eigentlich nicht passieren kann, weil das Boot ja stoppen soll, sobald man es verlässt. Aber es sah halt gerade echt so aus, als würde das Boot einfach abhauen. Das wäre echt schlecht gewesen. Wir haben zwar ein Portal, aber es hat halt auch 100 Eisennägel gekostet, das gute Ding. Aber das ist verdammt schnell. Und wenn das wirklich genügend aushält, dass wir damit auch eine Seeschlange besiegen können, hätte ich tatsächlich mit dem Boot auch mal wieder Bock, den Händler zu suchen. Jetzt einfach nur Daumen drücken, dass jetzt nicht überraschungsweise so eine Seeschlange kommt. Mann, ist das schnell. Geil. Kleines Stück links, nicht, dass wir an dem Baumstamm hängen bleiben. Wir haben jetzt auch gerade wieder Glück mit dem... Gott, das war nur Schlundis, ne? Ja.
natürlich auch gerade recht Glück mit dem Wind. Lasst mal eben schauen, wir müssen weiter rechts. Dann machen wir erstmal kurz Halt an der Insel und gucken mal von dort aus, ob wir die schon irgendwo sehen können. Ja, das Doofe ist, die kam ja von weiter hinten, also die kam ja von hier irgendwo. Wenn ich jetzt von hier losfahre, um die zu locken und wieder zurück möchte, müssen wir das Boot einmal drehen. Und das braucht viel Zeit, da hat die bestimmt zweimal reingebissen. Wir machen jetzt eh erstmal die ganzen Gegner hier auf der kleinen Insel platt. Wie wir, oder wie ich mich zumindest noch echt gut erinnern kann, war hier halt echt viel los. Zorngeist, mehrere Trogger, Skelette, keine Ahnung, was uns da alles angegriffen hat. Aber auf jeden Fall für so eine kleine Insel viel zu viel. So, stopp, 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 stopp. Und aufhören. Warum bleibst du jetzt nicht stehen? Nicht immer da noch so weit vorgucken. Nein! Sonst komme ich da nicht mehr hier ran. Bleib stehen, Boot. Wir müssen bei dem Boot irgendwie doch das anders machen. So. Ja. Ist ja gut. Vielleicht so. Aua. Ich hatte es eigentlich gerade das Schild in die Hand genommen. Oh, verdammt, wir haben gar nicht mal so viel Leben, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen mal wieder was nachwerfen. So, du auch noch. Du auch noch. Da drüben ist unser Todesding. Das hier mal alles schön einsammeln. Seeschlange noch nicht in Sicht. Ja, obwohl, ich möchte jetzt eigentlich nicht den guten Obsidian-Pfeil für verschwenden. Ach. Ich hab hier... Hä? Ich hab keinen getroffen. Hier, schaut mal, was hier los ist, ne? Für so eine kleine, verdammte Insel. Komm, wir hauen uns mal so einen Trank rein. Aua. Gott. Nein, und jetzt noch ein Schlundi. Ey, wir müssen echt aufpassen. Ich bin schon wieder so unterwegs, dass ich mir denke, ach, die können mir doch gar... Sag mal. Sag mal. Ich hau gleich... Hä, warum hat denn der das... Ach, Mann. Nein. Oh Gott, wir sterben gleich. Ich sag's euch. Hau das an, hau das an. Nein. Und der Schlundi kommt noch und wir sind gleich tot. Ey, ich fass es nicht. Der hat aus irgendeinem Grund, der mir nicht erklärbar ist... Ich glaube, durchs Wasser... Hier wird's immer mehr. Was ist denn hier los? Wir sterben wieder. Wir sterben wieder. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Was war denn jetzt los? Was ist denn mit dieser kleinen Insel los? Ach, shit, ey. Fuck. Das regt mich gerade echt auf. Ich bin da so voll easy peasy reingegangen. Wo kamen denn jetzt schon wieder die ganzen Skelette und der Schlamm und alles her? Haben die jetzt alle aus dem Wasser? Ach, Leute. Ach, Mann. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich bin halt auch so voll easy peasy da rein und dachte mir, brauchst nicht brauchst nicht groß blockieren oder irgendwas. Die sind ja eh schwach. Aber auf einmal, ne? Ich glaube, ich bin halt ein Stück ins Wasser rein, deswegen hatte der die Waffe und mein Schild rausgenommen, also nicht mehr in der Hand gehabt. Ich habe das halt zu spät gesehen, ich wollte halt blockieren, aber er hat es nicht gemacht. Ja, und dann noch die Vergiftung und auf einmal noch zwei Schleimlinge und Skelette und ach. Ach, das war so richtig unnötig schon wieder, verdammt. Ich meine, wir sind glücklicherweise gut ausgerüstet. Ist jetzt nicht das größte Problem für uns. Dort nochmal. Mal hatten wir. Ach, den Eisenhelm haben wir natürlich auch dort. Verdammt. Aber wir müssen natürlich auch erstmal wieder hinkommen. Wir können uns jetzt zwar teleportieren. Aber halt natürlich auch wieder nur bis hierhin. Das heißt, wir brauchen noch ein Floß. Irgendwas Kleines, um rüberzukommen. Ach, war das doof. Es tut mir wirklich leid. Diese Insel da oben, das ist... Dieser ganze Sumpf, der ist einfach so krass gegen uns. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, nicht Moltebeeren. Wir brauchen natürlich Würste. Haben wir nicht mehr. Also, brauchen wir Suppe. Wir brauchen Marmelade. Also, wir müssen unbedingt Würste herstellen. Wir brauchten dafür auf jeden Fall Innereien. Ich glaube, rohes Fleisch, Disteln und irgendwie sowas. Kann das sein? Ah, ich bin gerade echt ein bisschen aggro. So... Rohes Fleisch, Distel, Innereien, genau. Fleisch hatten wir jetzt hier drüben mittlerweile. Bam.
Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Ich war so voll auf die Seeschlange aus und dachte mir, komm, die paar Turger können mir eh nichts. Müssen unbedingt Disteln sammeln. Hatten wir jetzt noch welche? Huch, falsche Seite. Noch hier drin? Nee, ne? Nee. Na rein, rohes Fleisch hier drüben. Zack. Und dann packen wir aber mal noch ein paar Würste mit weg. Wir müssen jetzt gleich ein Folgenende machen. Mann, was für eine doofe Folge. Ach, es tut mir so verdammt leid. Jetzt müssen wir wieder da hoch. Voll die Zeit verschwendet. Alles nur, weil ich so eine Seeschlange erlegen wollte. Ach, Manu. Naja, man kann es nicht ändern. Solche Sachen passieren nun mal. Ich würde sagen, wir rüsten mal noch ganz schnell aus. Wo haben wir denn unsere... Ach nein, der Streitkolben war ja dabei. Wir hatten ja noch gar keinen neuen. Naja, wir machen nächste Folge weiter. Holen uns unser Zeug wieder. Und mal gucken, wie es dann läuft. Bis dahin. Macht's gut.